In diesem Abschnitt soll es um die Abtastung und auch das Abtasttheorem beim Oszilloskop gehen. Wir stellen uns vor, wir haben ein einfaches, kontinuierliches Sinussignal beispielsweise. Ist egal, ob das jetzt wirklich ein Sinus oder irgendwas anderes ist. Nehmen wir den mal so, so, so und so. So in etwa. So, und jetzt müssen wir den natürlich diskretisieren. Der Einfachheit halber nehmen wir hier mal t und hier u. Die Einheiten sind eigentlich vollkommen egal. So, was wir natürlich machen, ist jeden einzelnen Punkt hier analog digital auswerten. Das habe ich nicht ganz so schön gezeichnet, wie ich das vorher schon mal hatte, sodass jedenfalls hier eine solche Stufenfunktion zustande kommt. Was wir tun, ist, dass wir sowohl wertdiskret, also in diese Richtung, abtasten. Das macht ja allein schon der Analog-Digital-Konverter, auch wenn er zeitkontinuierlich arbeiten würde. Und wir aber in dieser Richtung hier auch beispielsweise nur hier einen Punkt nehmen und da einen Punkt nehmen und da einen Punkt nehmen und da einen Punkt nehmen, sodass wir im Endeffekt gar nicht die Treppe sehen würden, sondern wir die Punkte hier sehen würden, diese Abtastpunkte, die dann an den einzelnen Stellen rauskommen, weil wir ja nur an diskreten Zeiten abtasten. Das heißt also, auch in diese Richtung arbeiten wir zeitdiskret. So, die eigentliche Frage, die entscheidende Frage ist, wie oft beziehungsweise wie schnell muss man abtasten, um ein Signal beziehungsweise eine Signalkomponente nennte mit Frequenz f messen zu können. So, naja, und die Antwort, man kann sich jetzt überlegen, aber wir machen das mal rein zeichnerisch. Die Antwort hier ist, überlegen wir uns mal zusammen, was man denn tun kann. Wieder ein Sinus. So. Und die Frage ist, wie viele Punkte brauche ich denn jetzt hier an der Stelle? Im Praktischen würde man natürlich sagen, ach, nimm doch so viel, wie du kannst. Das heißt natürlich auch, dass ich einen Sinus, egal wie langsam er ist, mit möglichst vielen, vielen, vielen Punkten abtasten muss. Das ist vielleicht nicht unbedingt ökonomisch. Die Frage ist ja, was brauche ich minimal? Was muss ich minimal tun? Und in diesem Fall könnte man sagen, die absolute Grenze, unter die ich auf keinen Fall gehen darf, wäre, ich brauche 2 Abtastsignale pro Periode. Mindestens, und das heißt auch, also das macht eigentlich noch gar keinen Sinn mit mindestens, 2 Abtastpunkte pro Periode. So, die Periode kann ich ja nochmal hinzeichnen. Hier ist t, hier ist t halbe. Wenn die Abtastpunkte so geschickt gewählt sind, wie ich das hier gemacht habe, dann kann man natürlich sagen, ja, okay, genau so kannst du den roten Sinus wieder rekonstruieren. Man weiß auch noch dazu, dass das ist das Maximum gewesen. Aber stellen wir uns dasselbe nochmal vor. Dann zeichnen wir den mal etwas anders auf und tasten ihn vielleicht auch etwas anders ab. Wenn wir feststellen, dass das tatsächlich nur die Grenze ist. Jetzt sehen wir nämlich nicht mal die Punkte, wie sie an der Stelle liegen, sondern wir
nehme die Punkte mal ein bisschen weiter links, beispielsweise diesen hier, sagen wir, und wir haben, auch da muss ich auf 1,5 gehen, das ist in etwa hier, nehmen wir diesen Punkt hier. So, gegeben sind jetzt also die Abtastpunkte. Und die Frage ist jetzt doch eigentlich, welche Kurve passt da durch? Naja, und die Antwort ist eigentlich beliebig viele. Niemand sagt mir, dass ich links mit der 0 beginnen muss. Das kann ja auch sein, dass der Sinus ein bisschen phasenverzogen ist. Und niemand sagt mir, dass das hier an der Stelle auch wirklich der Nulldurchgang ist. Ich könnte diesen Sinus auch einfach hier hinlegen. Legen wir ihn 1,5, 3 Punkte davon entfernt. Da wäre der Nulldurchgang. Passt dann wieder. Hier wäre der nächste Punkt. Hier wieder andere. Und wir würden hier einfach einen kleineren Sinus durchlegen, der jetzt nur phasenverschoben ist. Das soll ein Sinus sein, nicht? Wir könnten auch den ursprünglichen da wieder durchschieben. Würden wir sagen, hier ist das, ist das Maximum, das ist der Nullpunkt. Dann wird es in etwa so aussehen. So, das ist natürlich handgezeichnet, deswegen treffen wir nicht immer ganz genau, nicht? So, das wäre vielleicht der aus dem letzten Bild. Oder man könnte natürlich auch sagen, okay, das war gar nicht da abgetastet, sondern das war ganz dicht. Hier ist eigentlich der Nulldurchgang, dann kommt hier so ein Sinus dabei raus. Oh, der müsste dann etwa hier durch die Null durchgehen. Das kriege ich jetzt, da oben passt er nicht mehr ins Bild rein, da geht er ein bisschen drüber hinaus. Jetzt geht er hier runter und da auch wieder durch. So, und damit kann ich dann natürlich festhalten, selbst wenn man zwei Abtastwerte pro Periode hat, kann das Sinussignal nicht eindeutig rekonstruiert werden. Erst wenn gilt, es muss also gelten, Abtastfrequenz echt größer als 2 mal Signalfrequenz. Also F-Sample größer als 2 mal F-Max, die absolute Grenze ist das gleich, deswegen könnte man jetzt in Grau noch das kleine gleich da dran machen hier, weil man dann wenigstens das Signal irgendwie wiederkriegt. Aber das hatte ich eben ausgeführt, dass wir da noch keine wirkliche Eindeutigkeit haben. So. Das ist übrigens das Abtasttheorem. Beziehungsweise auch nach Nyquist, einem in Amerika arbeitenden Schweden, benannt, das Nyquist-Theorem. Okay, jetzt mache ich mal was ganz Absurdes. Jetzt nehme ich mal zwei Abtastpunkte wieder her. Allerdings erst auf der nächsten Seite. So. Muss ich gucken, ob ich das zeichnerisch richtig hinkriege. Ich würde sagen, ich habe nochmal wieder blau diesen Abtastzeitpunkt. Da würde ich einen Nulldurchgang hinlegen. Und ich habe diesen hier. Jetzt könnte ich ja noch etwas tun. Ich könnte jetzt ja ein Signal mir da durchlegen.
Das, wird das funktionieren? Ich muss gerade gucken. Da. Beispielsweise so einen Sinus hat. So, auch dieses Signal würde, wenn Sie jetzt abtasten, zu genau den beiden blauen Punkten führen und keinen anderen. Alle anderen dazwischen wird ja nicht gemessen und damit wäre es auch in der Rückschau ein zulässiges Signal, bei dem man sagen könnte, okay, wenn ich diese beiden blauen Punkte habe, dann kann ich dieses rote Signal da durchbauen. Ohne weiteres möglich. Es hat nur ganz offensichtlich ein völlig anderes Aussehen, eine völlig andere Frequenz. Auch Signale mit anderen höheren Frequenzen sind zulässige Rekonstruktionen aus den gegebenen Abtastwerten. Kann man jetzt ärgerlich finden. Und das kann man, oder das kann man auch als Feature nutzen. Je nachdem, wie man so gestrickt ist als Ingenieur, ist das eben Bug oder Feature. Was ich als beim Oszilloskop da machen muss, ist, ich muss beim Oszilloskop erstmal dafür sorgen, Oszilloskop, sorge dafür, dass die Signale mit höheren Frequenzen, also größer 2 FS, nicht abgetastet werden können. Und das führt zwingend zu einem Eingangsfilter. Zwingend. Wir schauen uns das nochmal in der Simulation an, was denn das eigentlich heißt. Das findet man wieder, wir können wieder das Sample and Hold Glied hier nehmen. Ups, da ist es, unter Grundlage der Messtechnik Sample and Hold. Das eignet sich am besten hier, wir haben hier eine Abtastfrequenz, ich schaue nochmal nach, was das war, von 20 MHz. Das heißt, die höchstmögliche Frequenz, die wir hier eigentlich reingeben könnten, wäre 10. Und das können wir auch einfach mal ausprobieren, ob das eben wirklich so ist. Da schalten wir halt mal diesen hohen hier gerade mal aus. So, und dann sehen wir, dass wir da unten ein schönes Sinussignal da in Rot oder jetzt in Türkis rausbekommen. Die Frequenz kann man hier höher drehen, wenn man möchte. Gehen wir ruhig mal aggressiv dran an die 8. Ja, da sehen Sie, es wird ein bisschen schneller, aber das geht ein bisschen hin und her, weil das mit der Abtastung hier jetzt irgendwie nicht so. Wir sind zu dicht an der Abtastgrenze dran. Wir könnten jetzt hier auch mal wirklich dran gehen an die 10. Und was da passiert, ist rein zufällig, ob man da jetzt irgendetwas sieht oder ob man hier resetten das. Dann kommt ein ganz anderes ganz andere Amplitude raus oder man resettet es jetzt nochmal oder hält es langsamer, länger im Reset. Wir können hier die Phase nochmal so ein bisschen drehen auf, was weiß ich, 90 Grad oder so. Dann kriegen wir plötzlich eine größere Amplitude raus. Obwohl es eigentlich das gleiche Signal mit der gleichen Amplitude ist, wenn wir es wieder auf 0 zurückdrehen. Dann kriegen wir wieder das ganz kleine Signal dabei raus. Drehen wir es auf 45. Hier spaßeshalber mal. Und sehen Sie, da kommt eine Amplitude dazwischen. Obwohl wir nur die Phase geändert haben, nicht die Amplitude. So, damit sind wir also sehr dicht am Nyquist-Theorem. Und wir gehen jetzt mal wieder zurück auf 0
und hier beispielsweise auf 1 Megahertz oder, Entschuldigung, einen ganz wunderbaren langsamen Sinus hier. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn eigentlich passiert, wenn wir hier ein größeres Signal drauf geben. Wir könnten hier zum Beispiel mal die 11 noch dazu tun. Halt, da muss ich auch die Amplitude einschalten. So, und dann sehen wir klar eine Überschwingung, die da irgendwie was macht. Das sieht jetzt gar nicht so anders aus, als das, was da ist. Wenn wir genau hingucken würden, würden wir feststellen, dass es erheblich anders ist. Gehen hier mal in der Frequenz noch ein bisschen höher, noch höher, wohlgemerkt, auf 19 beispielsweise. Und machen das niederfrequente Signal aus. Und da gucke da, wir kriegen, obwohl wir in der Frequenz auf 19 MHz gegangen sind, hier ein sehr schönes, langsames Signal dabei raus. Wir können jetzt hier nicht wirklich absolut messen, das gibt dieser Simulator nicht her. Wir würden feststellen, dass es genau 1 MHz ist. Wir gehen in der Frequenz hier mal niedriger auf 18 und stellen fest, dass die Frequenz höher wird, exakt wie wird verdoppelt. Das Signal, das sich hier hinten aufbaut, ist ein 2 MHz Signal. Wir können noch weiter gehen. Wir gehen beispielsweise auf die 15, stellen fest, dass das Signal jetzt noch schneller wird. Was wir hier sehen, ist jetzt 5. Ja. Oder wir gehen hier spaßeshalber mal auf 21, also 1 MHz über die Abtastfrequenz. Und wir bekommen wieder ein schön langsames Signal mit der Frequenz von 1 MHz. So. Das heißt also jetzt, was hier letztlich passiert, ist, dass wir hier an dieser Stelle eine Rekonstruktion machen. Wir tasten hier ab irgendwo, dann kommt dieses Signal, dieses Krüsselige hier dabei raus. Und irgendwann machen wir eine Rekonstruktion. Und die Rekonstruktion ist eben, dass wir immer die Frequenz rauskriegen, die eben die, ich schreibe es mal auf, mache es auch aus, rekonstruiert. Wird das Signal mit der Frequenz F aus gleich F1 minus N mal F-Sample. N ist Element, ich nehme mal die natürlichen Zahlen, und zwar für müssen das anders machen, N mal Fs kleiner gleich F kleiner gleich N plus 1/2 Fs. So, Beispiel hier würde also heißen, F1 ist gleich 1 Megahertz, na dann kommt mit N gleich 0 F aus gleich 1 MHz dabei raus. F1 ist gleich 9, können wir genau dasselbe machen. Nehmen wir mal 21 MHz mit Fs gleich 20 MHz, wie aus dem Simulatorbeispiel. Dann wird hier mit N gleich 1 F aus gleich 1 MHz. So, es gibt aber noch die andere Seite, dass nämlich wir nicht in dem Bereich uns befinden, sondern wir uns in dem Bereich N mal Fs halt N plus 1/2 mal Fs kleiner gleich F kleiner gleich
n plus 1 mal fs befinden. Naja, und dann haben wir eben gesehen, was rauskommt. Dann kommt nämlich raus, dass f aus ist gleich n mal fs minus f1. So, und hier hatten wir jetzt, eventuell muss ich hier noch um Einheit korrigieren, wir hatten hier f1 gleich 19 MHz und wir wissen, f aus, haben wir gemessen, ist 1 MHz. Das heißt, wir müssen hier jetzt mit 2, also n gleich 1 arbeiten. Und dann habe ich hier nämlich genau den Fehler gemacht. Dann ist das hier nämlich n plus 1 mal fs. Halt, falsch. Nee, das ist n gleich 0, denn wir befinden uns zwischen 10 und 20. Und dann ist es richtig, dann ist das n plus 1 mal fs minus f1, was da rauskommt. Können ja auch noch weitergehen. 29 bietet sich nicht an. Nehmen wir mal f1 gleich 31 MHz. Dann befinden wir uns bei n gleich 1. Das heißt, wir haben hier f aus gleich 9 MHz. Das läuft leider nicht mehr, sodass wir es nicht mehr ausprobieren könnten. Sodass wir also hier zwei Bereiche haben. Das müssen Sie sich jetzt vielleicht nicht unbedingt merken in dieser Vorlesung. Aber das wird in der Signalverarbeitung nochmal kommen. Denen wir die Abtastung hier bestimmen können. So, was haben solche Geräte dann praktisch? Praktische Werte können wir mal eben holen für zwei Beispiele. Einmal für das, was wir so im Labor auch haben, die Klasse, und einmal für die Klasse, die wir uns nie leisten könnten, hier im Labor für jeden Studenten. Wir sind schon recht gut ausgestattet, aber das reicht dann doch nicht dafür. So, und da muss ich auch gleich noch einen Fehler korrigieren. Das ist einmal das, das sind 40, das ist einmal das Rode und Schwarz RTP 16.4. Irgendeins, das hat dann eine 3 dB, das sage ich gleich noch was dazu, 3 dB Bandbreite von 16 GHz und eine Abtastrate von 40 GHz. Das heißt, wir liegen also dort über, merklich über dem Faktor 2. Und bei dem Tektronix, das wir verwenden, da lassen wir bei einem Gigasample pro Sekunde maximal eine Bandbreite von 3 dB hat man. Was heißt diese 3 dB Bandbreite jetzt? Ich eben schon sagte, Sie müssen einen Eingangsfilter, zwingend einen Eingangsfilter einbauen. Filter muss die maximale Signalfrequenz am Eingang beschränken. Weil, was passiert, wenn Sie das nicht machen? Wir schauen uns das nochmal eben an. Wenn man das nicht tut, ich mache den immer wieder aus, weil der doch eine ganze Menge Rechenleistung braucht hier. Dann nehmen wir hier nochmal die Sample and Hold Schaltung schnell. So, und machen wir dann das 13er Signal hier erstmal zunächst aus. Dann sieht man das, was man eigentlich ganz gerne sehen möchte. Also man hat dieses 2 MHz Signal da, das sich da wunderbar aufbaut. Ja, und wenn ich jetzt das 18er hier dazu schalte, dann
wird es die Amplitude des 2-Megahertz-Signals senken, weil die beiden gerade da phasenmäßig komisch überlagert sind. Destruktive sich überlagern. So, ich könnte ja das Ganze jetzt hier auch beispielsweise noch ein 17-Megahertz-Signal draufgeben. Also nicht noch, sondern anstattdessen ein 17-Megahertz-Signal draufgeben. Ja, und dann würde das im Prinzip so aussehen, als hätte ich da eine Schwebung von einem 2 MHz und einem 3 MHz Signal. Ich spaß es halber, damit man das sieht, werde ich hier die Frequenz nochmal auf 3 MHz umstellen. So, spielen Sie ruhig selber mal. Sie sehen jetzt keine großen Unterschiede. Da gibt es die Schwebung immer noch ganz ähnlich wie vorher auch. So, und damit dieser Messfehler nicht passiert, Sie würden jetzt hier dieses 17 MHz Signal hier falsch interpretieren, nämlich als irgendeine 3 MHz Komponente. Damit das nicht passiert, baut man am besten hier einen Filter rein. So, dieser Eingangsfilter muss natürlich passen. Ich habe es jetzt mal genau auf die Abtastfrequenz abgestimmt, hier auf 10 MHz. Also eigentlich ist es bloß eine Induktivität. So, und da sieht man jetzt, dass die 17 MHz hier effektiv unterdrückt sind. Ich kann es auch mal ausmachen. Sollten es keine, also sie verzerren, sie stören das Signal immer noch ein bisschen, weil natürlich ein bisschen was da durchkommt. Das ist jetzt kein wirklich ideales Filter. Aber man sieht, jetzt ohne ist es natürlich sowieso das schöne 2 MHz Signal. Aber wenn ich da jetzt ein bisschen Gas drauf gebe hier, dann passiert nicht mehr allzu viel. Naja, also es gibt Signalverzerrungen, die nicht gewünscht sind. Das ist nicht ideal. Müsste also noch etwas besser filtern. Aber es geht schon. Ich meine, besser filtern könnte man, indem man hier zum Beispiel nochmal das hier hochsetzt auf, sagen wir mal, 50 Millihenry. Vielleicht reicht das sogar schon, um das Signal sauberer hinzukriegen. Sehen Sie, wir haben jetzt hier ein besseres Filter, eine größere Unterdrückung hingekriegt. Gönnen wir uns hier vielleicht auch nochmal 100 Pico, ja. Das sind 0, gönnen wir uns hier mal 1 Picofarad, das ist zwar deutlich mehr, aber dann müsste das Filter auch schon wesentlich besser filtern können am Eingang. Und das Signal, das durchkommt, ist auch, es ist merklich schöner. Also es sind jetzt keine quantitativen Analysen, aber es ist merklich schöner geworden. So, nun, wie baut man so einen Filter auf oder wie sieht so ein Filter aus? Man hat dann eigentlich immer so eine Filterkurve hier. So. Und so. Hier ist jetzt F. Und hier ist UE zu UA. Die Filtercharakteristik. Und idealerweise würden wir das ja gerne so haben, dass wir hier bis zu einer Grenzfrequenz, meinetwegen hier, da, das auf 1 haben und danach auf 0. Aber so ist es natürlich nicht. So ein reale Filter, Sie kennen das schon aus Grundlagen E-Technik 1, sehen in etwa so aus, dass Sie eine Filterkurve haben, die natürlich hier oben lange nah bei 1 liegt. Und je nachdem, wie man es dann ausführt, kommt dann früher oder später aber der Übergang. Und dann irgendwann der asymptotischen Näherung an die 0. So, an der Stelle hier sind wir gerade bei 1 durch Wurzel 2. Und das entspricht genau einer Unterdrückung von 3 dB an der Stelle. Hier. So, und damit heißt es natürlich, dass ein Signal, das genau bei der Grenzfrequenz arbeitet, ein Signal an der Grenzfrequenz, das an den Eingang des Oszilloskops angegeben wird, hier schon einen Fehler von 30% hat. Amplitudenfehler. Signal bei exakt FG hat einen Amplitudenfehler von 30%. Und das kriegt man beim Oszilloskop auch nicht weg. Sie können ja nicht sagen, ah, ich mache das mal weg und so. Ich habe das ja alle schon vorher gewusst. Denn dazu müssten Sie wissen, wie das Signal eigentlich so über die unendlich lange Zeit aussieht. Und das wissen Sie aber nicht.
Das können Sie machen in einem Spektrumanalysator, der das Problem nicht, weil der Spektrumanalysator davon ausgeht, dass alles, was ihm angeboten wird, periodisch ist. Das ist beim Oszilloskop aber nicht so. Das Oszilloskop, da müssen die Signale, die da drauf kommen, nicht zwingend periodisch sein. Sie müssen auch nicht zwingend Sinussignale sein, sondern irgendetwas anderes kann das sein. Und da kann natürlich so eine Signalkomponente, die dann eben gerade bei der Signalfrequenz irgendwie eine merkliche Amplitude hat, die wird dann eben verzerrt oder dann eben mit einem großen Fehler gemessen. So viel zunächst zum Abtasten, Abtasttheorem und Eingangsfilter. Eine weitere Frage ist natürlich, wie rekonstruiere ich jetzt Signal? Ich habe jetzt ja nur über die Abtastung gesprochen, aber es könnte ja durchaus sein, dass ich, wie hier gezeigt, ich nehme auch mal das ganze Bild ruhig mit und entwickle das nicht, dass ich hier die Abtastpunkte habe, wie links hier gezeigt. So, das sieht jetzt einigermaßen willkürlich aus, das ist es auch. Ich ziehe die auch mal größer, dass man hier ein bisschen mehr davon sieht. So, und die Frage ist jetzt natürlich, was ist hier die richtige Lösung für die Rekonstruktion? Also ich habe die auf der linken Seite gezeigten blauen Kreuze gefunden irgendwie. Jetzt muss ich da irgendeinen Kurvenzug draus zeichnen, weil die eben mehrere Punkte auseinander liegen oder so. Und dann könnte man natürlich naiv auf die Idee kommen, ah, nimmst doch das, was in der Mitte ist, also verbindest die einfach. Nun, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch, weil wir hier an diesen Stellen hier natürlich hochfrequente Signalkomponenten uns einfangen. Die sind einfach nicht da. Die sind deswegen nicht da oder konnten deswegen nicht da sein, weil sie gar nicht durch das Eingangsfilter durchgekommen wären. Wären nicht durch Eingangsfilter gekommen. Das heißt also, diese Darstellung ist schlichtweg falsch. So ist es nicht, so kann es nicht sein. Es kann nur so sein, dass man nur Frequenzanteile hat, die eben durch das Eingangsfilter durchkamen. Und das ist in diesem Fall eben hier genau dieser Sinuszug, den ich hier jetzt hingezeichnet habe, der führt auch zu den Punkten und der wäre die richtige Lösung. Entschuldigung, also das hier ist richtig. Man spricht in dem Fall auch davon, dass man hier als Rekonstruktionsfilter natürlich wieder einen Tiefpassfilter haben muss. Als Rekonstruktionsfilter. Braucht man ein Tiefpassfilter. Nun, das kann man analog bauen, das kann man auch auf eine andere Art und Weise bauen, nämlich digital bauen und so. Wir haben es uns, schauen Sie sich doch bitte gerne bitte nochmal nach bei der Sample and Hold Simulation im Simulator. Da ist am Ende ein einfaches Tiefpassfilter und dieses Tiefpassfilter ist genau das Rekonstruktionsfilter, das von der stufigen Kurve wieder auf die Sinuskurve führt.